Mayfield vs. Sidus ist das schlechteste Matchup in League. Für Mayfield am schlechtesten. Ja, aber nicht wegen der Lane. Also das Lane-Matchup ist, glaube ich, nicht so bad für Mayfield. Also auch nicht geil, aber Sidus Mayfield Ult ist halt komplett, also es ist halt absolut unfair. Und das ist, der Skana ist der gleiche Maokai wie vorhin. Da müssen wir wieder mit ganz disgusting Cheesegangs rechnen. Ich habe leider immer noch keine Ahnung, was Skana macht, ist das Problem. Ist der, der hat doch diesen Dash, ne? Ist Skana unstoppable in der Zeit? Also kann der meine Ultimate einfach dodgen mit diesem Dash oder wie ist das? Natürlich ist er das. Er ist in 2024 reworked worden. Klar ist er unstoppable. Hätte mich ziemlich gewundert, wenn Riot in 2024 einen Champion released, der nicht unstoppable ist. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich gegen Skana spiele. Das ist genau wie Cyan Ult, okay. Maschallah. Ach so. Klar überlebt er das. Also warum auch nicht? Gutes Rework. Digga, diese Dashes über die Wand, das sieht so dumm aus. Das sieht nicht aus, als ob das ein Champion machen sollte. Das ist schon wieder ein Meisterstreich von Riot Games.
Okay, Jinx hat Boots gerusht, der hat jetzt super wenig Damage. Wait, wir verlieren das? Wait! Really? So viel dazu. Krass. Ich hatte leider mein E auf Cooldown. Aber die Wave steht trotzdem sehr, sehr gut. Na gut, ich nehme meine Aussage zurück. Ja, das Ding war einfach, dass ich da nach vorne geflasht bin, weil ich dachte, die Lulu ist nicht in Time da. Der Flash war auf jeden Fall etwas ambitioniert. Skana ist top wieder. Aber es passiert genau das, was ich meine, ne? Wir müssen die ganze Zeit Skana-Gangs respekten. Und währenddessen macht Kha'Zix halt gar nichts, außer Farm. Er kann auch nichts anderes machen, weil er ist Kha'Zix, aber... Das ist, by the way, der Kha'Zix, der mich vorhin geedit hat, ne? Der Kane. Der macht auf jeden Fall ein klasse Game hier bisher. Oh, schade.
Ja, der wird halt einfach gespambankt, der Silas. Gespambankt, sag ich. Uiuiui. Die Lane ist tatsächlich gar nicht so enjoyable. Ja, ich glaube, wir können 2v2 einfach nicht gewinnen. Keine Ahnung. Nami Varus macht einfach keinen Sinn als Lane irgendwie. Die kriegen halt Free Scaling mit Nami, mit Jinx Lulu, das ist nicht so gut, ne? Aber All-In können wir auch nicht gewinnen. Ich sehe nicht, wie wir All-In gewinnen. Ehrlich gesagt. Vielleicht jetzt mit Ult, Nami und Krakenslayer. Aber ich glaube, dass Nami, dass Jinx hier scaled, ist okay, weil die sollte eh nicht so viel machen dürfen. Gegen den Silas später. Was machen wir jetzt? Ja, wir können nicht teamfighten, wir werden so krank gesaunt, ne? Das fühlt sich auch einfach schon wieder lost an, das Game. Keine Ahnung. Das Game fühlt sich auch schon wieder lost in Draft an. Für uns. Entweder er Silas 1v9 oder wir verlieren einfach. Der Nami-Pick ist scheiße, der Kha'Zix-Pick macht gar nichts, Victor verliert Lane. I don't know, man. Heute ist ein sehr, sehr schwarzer Tag für die Solo-Queue. Ja, ich kann ja legit nichts machen hier. I don't know. I don't know, man.
Ich glaube, der Botlane-Turm hält nicht mehr lange. Skana ist aber immer noch top. Wir bräuchten halt mal so ein Flank-TP für Sile, das wäre krass. Ah, wir werden so outranged, ne? Wir können nichts machen. Zumindest unseren Turm defendet. Unseren Turm defendet und wir haben Cleanse bekommen. Aurelion hat leider schon 220 Sticks. Warum bist du jetzt nicht Sidelane? Cool. Okay. 600 Shutdown Victor. Erklär mir die Match History. Super, da hätte auch Senna wirklich gar nicht geholfen, sage ich dir. Das waren heute wirklich einfach ganz böse Draft-Diffs. Da war heute bisher nicht viel zu holen, leider. Oh, Mountain Soul für Malphite und Skarn, wird natürlich auch witzig. Oh, die schlimmste Soul, die es sein kann. Unbound.
Digga, was soll das? Okay, jetzt haben wir Nash. Hä? What the fuck? Kazunori, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank für die Subgifts. Lass mich doch essen! Kazunori, Schmatzer für dich, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt hier basen, ganz dringend. Der Scanner ist auch null tanky, ne? Der hat halt nur MR gestackt bisher. Da ist meine Ult. Meine Ult leider ins Shield gegangen. Ich weiß nicht mal, wer hat denn hier ein Shield? Oh, der hat Verdant Barrier, der Aurelion. Unlucky. Ah, wenn meine Ult. Ich glaube, ich muss meine Ult auch halten für Skarner oder Malphite. Ich glaube, ich darf gar nicht so ulten. Ja, wenn ich keinen Flash habe, kann ich sowieso nicht teamfighten gegen Malphite. Ah, ich glaube, hätte ich das, den Fight hätte ich campen können. Oder besser spielen können. Ich darf da nicht einfach so tunneln. So, ein bisschen Info mir. Ja, der Urea wird leider auch nicht schwächer. Und die Jinx auch nicht. Ah, Victor ist Level 16 jetzt, der ist krank fett. Sylas ist auch Level 15. Ja gut, dass ich da sterbe, ist wirklich in Ordnung. Also, dass der Malphite mich ultet und nicht den Victor, ist halt schon extrem dumm. Ich hätte auch die Malphite ult flashen sollen. Aber das nehme ich gerne mit, ganz ehrlich. Wenn ich die Malphite ult flashe, bin ich glaube ich sogar fein. Na, jetzt ohne Flash wird immer wieder eklig. Boah, ich glaube, hätte ich den Malphite da, die Malphite-Ult geflasht, hätten wir vielleicht sogar finishen können. Nee, das wäre nicht close gewesen. Nevermind.
Und vielleicht hättest du durch besser spielen können. Naja, das Einzige, was ich hätte besser machen können. Das Einzige, was ich hätte besser spielen können, wäre die Mehrwert durchflashen. Junge, was ein Game. Die Fights sind schon echt kacke zu spielen für mich, Alter. Zum Glück hat die Jinx Static gebaut und macht keinen Damage. Ich glaube, ich gehe jetzt legit einfach GA. Ich gehe einfach GA, damit die Jinx keinen Reset auf mir kriegt. Jetzt hat die Jinx ein ganzes Item mehr. Die machen irgendwo Deathbrush. Moment. Oh, wir sollten halt nicht so stacken, ne? Das wäre schon echt wichtig. Victor und ich dürfen nicht stacken. Ich check den Champion nicht. Was war das jetzt? Orion hat mich weggepustet. Das war jetzt seine Ult, ne? Aber der stand doch einfach nur auf der Stelle. Hä? I don't get it. Victor Orion one-shotten einfach alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Digga, was macht der Victor mit denen? Aber ich check irgendwie nicht so ganz, was das für eine Animation war von der Ult. Der stand doch einfach nur da. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt eh nur noch ein Ultfänger. Ich mach eh nichts mehr in Fights.
Wollen wir nicht eigentlich Toplane gehen? Ich muss Garner auf jeden Fall mal selber spielen. Ich check das null irgendwie, was er macht. Wir haben jetzt eh nur noch einen Fight am Nash. Dafür haben wir jetzt noch GA. Victor hat kein Flash, das zackt ein bisschen. Wenn wir Flash auf Victor warten, dann sollte das fein sein. Ich muss irgendwie Dingens kriegen. Oh mein Gott. Skarner ist ein Champion in League of Legends. Oh Mann. Ich kann mich halt wirklich überhaupt nicht bewegen in diesem Game. Das ist wirklich... Ich weiß auch nicht, was ich hier noch kaufen soll, Alter. Ich bin einfach nur noch ein Ken-Minion. Ich kill legit einfach noch einen Sonyas, oder? I don't fucking know. Digga, dieses... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, ich geb late. Ich glaube, wir sind schon krass outscaled jetzt auf dem Papier, ne? Ich mache halt nichts mehr so. Ich mache halt wirklich gar nichts mehr in diesem Game. Mein GA war auch mega useful.
Was ein Game, Alter. Was ein Game, holy shit. Eieieiei. Aber das hätten wir nicht gewinnen dürfen, das Game, oder? Hätten wir, also das hat sich irgendwie nicht, also... Das hat sich nicht okay angefühlt, dass wir das Game gewinnen. Aber ganz ehrlich, wir haben heute auch so viele dumme Games verloren, von daher. Von daher. Aber ich bin halt in den Fights, bin ich halt legit einfach nur ein Ken-Minion. Das Einzige, was ich halt habe, ist Ult und irgendwie...